Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute backe ich diese leckere Napoleon-Torte und backe ich ihn aber für morgen als Mitbringsel und kann euch nicht zeigen den Schnitt von der Torte. Aber ich mache unbedingt ein Bild und stelle ihn als Startbild, dass ihr seht, welche Schichten sind bei dieser Torte. Diese Torte kann man auch bisschen anders dekorieren nach Jahreszeiten. Zum Beispiel im Sommer kann man ein paar Beeren auch reinlegen und so weiter. Ja? Zum Weihnachten kann man ein bisschen so mit Schnee dekorieren. Aber so wie es so ist, ist das so original und so macht man ihn und so isst man ihn. Und wenn ihr natürlich Interesse habt, wie wird diese Torte gebacken, dann bleiben Sie bei mir. Und ich werde euch jetzt zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß und danach eine schöne Kaffeezeit. Für den Teig brauchen wir ein Messglas, mit welchem werden wir messen. Dieses Glas ist jetzt 250 Milliliter und davon brauchen wir 4 Gläser. 1. 2, 3, 4. Den Teig werde ich machen in so einer Auflaufform, weil es die höheren Borte und besser mir zu kneten. Erstmal werden wir Mehl 7, und jetzt werden wir noch kalte Butter dazu geben. Dafür nehme ich 2 Päckchen richtig kalte Butter und jeweils Päckchen ist nur 200 Gramm, keine 250, 200 Gramm. Die werde ich einfach in Mehl tauchen und reiben. Butter habe ich kurz auch in den Gefrierschrank reingelegt, dann ist das besser ihn zu reiben. So, schaut. So, Butter haben wir jetzt fertig gerieben, haben wir so ein wie ein Streusel. Jetzt machen wir in die Mitte so eine Mulde und messen wir mit dem gleichen Glas jetzt Flüssigkeit. Dafür nehmen wir 1 Esslöffel Essig, ganz normale Tafelessig, Prise Salz, ein Ei, erstmal Ei verrühren, verquälen besser zu sagen, und geben wir eiskalte Wasser, dass das Glas voll wird. Für 4 Gläser Mehl ein Glas Flüssigkeit. Dabei zählen sie sich auch Ei, Essig und Salz. Füllen wir einfach Glas voll und geben wir hier rein und werden wir jetzt den Teig machen. Den Teig müssen wir wirklich schnell machen, nicht zu viel kneten. Hauptsache, wir alle Zutaten zu einem sozusagen Klumpen bringen. So, unsere Aufgabe ist, den Teig schnell zu machen und dass nicht irgendwo noch trockenes Mehl dabei ist. So, können wir auf den Tisch drauf machen. Nehmen wir uns ein bisschen Mehl und werden wir zu so einem Rechteck machen. So mache ich immer, weil so besser mir ist aufzuteilen den Teig. Dann mache ich ihn einfach zu so einem Rechteck und teile ihn auf 8 Teile. Sonst kann man natürlich auch wiegen. So, erstmal um die Hälfte, dann machen wir nochmal Hälfte und dann nochmal die Hälfte. Danach brauchen wir einen Teller, geben wir ein bisschen Mehl oben drauf und werden jedes Stückchen Teig zu so einer Kugel drehen und auf den Teller legen.
So, habe ich jetzt die fertig gerollt und jetzt müssen wir unseren Teig für 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Dafür, dass das Teig nicht antrocknet, decke ich mit der Frischhaltefolie. Und jetzt können wir auch schon Pudding vorbereiten für unsere Creme. Ich stelle erstmal auf den Herd mein Töpfchen mit ganz bisschen Wasser, das ist nur ein bisschen bodenbedeckt, und gebe da Prise Salz, ein bisschen, und lasse das verkochen. Und wenn das komplett was ausgedampft, dann gebe ich erstmal Milch zum Aufkochen. In dieser Zeit in anderen Schüssel geben wir ein Ei, den Zucker. Zucker könnt ihr nach eurem Geschmack dazu geben. Kann man auch weniger dazu geben. Im Teig ist aber kein Gramm Zucker. Das müsst ihr euch bedenken. Verrühren. Und dann gebe ich dazu noch Speisestärke. Mais-Speisestärke. Und wieder gut verrühren. Ich habe hier noch halbe Vanilleschote, werde die aufschneiden und zu den Milch geben. Kratze nur den Mark und gebe das in Milch. So, das Wasser fast ausgedampft. Mit dem Salz jetzt gebe ich Milch und den Vanillemark und lasse es richtig aufkochen. So, die Milch ist aufgekocht. Gebe ich jetzt ganz bisschen nur rein und gut verrühren. Noch ein bisschen rein. Und dann Ganzes wieder zurück. Und dann stellen wir wieder auf den Herd und kochen wir richtig schöne dicke Pudding. So, Pudding haben wir gekocht und jetzt können wir gleich in heißen Pudding abgemessene Butter, das weiche Butter, Zimmertemperatur, reinrühren. So, haben wir alles gut umgerührt, so eine schöne geschmeidige Masse haben wir bekommen und jetzt müssen wir das abkühlen lassen. Und zum besseren Abkühlung nehme ich aus dem heißen Topf einfach in so eine Glasschale, dann wird das schneller abgekühlt. Danach gebe ich noch eine Folie drauf, dass es keine Haut bildet bei der Pudding, und lasse einfach auf dem Balkon abkühlen. So, es sind mittlerweile schon 3 Stunden vergangen, aber jetzt können wir weitermachen. Habe ich jetzt den Teig aus dem Kühlschrank geholt. Jetzt werden wir das ausrollen. Ausrollen müssen wir wirklich sehr, sehr dünn. Erstmal mit der Hand flach drücken. Dann nehme ich gleich Backpapier und hole gleich auf dem Backpapier den Teig aus. Wenn es klebt, Nudelholz mit dem Mehl so bestreichen. Nehmt ihr euch was zum Messen? Ich nehme so einen Deckel und messe ich, ob das ausreicht. Ja. Und schneide so einen Kreis raus. Diese Reste legen wir zurück auf unserer Teller. Von alle 8 Kugeln sammeln wir den Teig und bekommen wir dann noch ein zusätzliches Fladen. Den Fladen brauchen wir aber dann für den Streusel. Das geht jetzt im Backofen bei 200 Grad zwischen 10 und 12 Minuten backen. Den Backofen unbedingt vorheizen. Und ich habe meinen Backofen auf Ober-Unterhitze. Und so werden wir alle Kreisel ausrollen, ausschneiden und backen. Und dann sehen wir uns wieder. Eventuell kann man auch so ein paar Löcher mit dem Gabel reinstechen, dass der Teig nicht so toll wird.
Aber das ist auch nicht schlimm, weil wenn er sich wölbt, dann auch macht so eine, wie bei Blätterteig, so eine Schicht. Das ist auch dann schön. Kann man machen, wenn er das vergessen haben, auch nicht schlimm. So, mit Backen bin ich fertig. Ich habe rausbekommen, jeweils von 4 Kugeln, die abschnitten, habe ich noch 2 solche Fladen bekommen. Ein normal habe ich ausgeschnitten und ein habe ich einfach so rausgerollt, ohne ausschneiden, und habe ich ihn etwas knuspriger gebacken, weil aus dem müssen wir jetzt noch machen, so wie ein Streusel, so ein Krümel, mit welchem werden wir unsere Torte dann bestreuen. Aber erstmal machen wir noch unsere Creme fertig. Dafür schlagen wir erstmal einen Becher Sahne oder mit ein Päckchen Vanillenzucker oder, wenn ihr selber macht, 2 Teelöffel. Und wenn es notwendig wird, dann kann man auch ein Päckchen Sahnefest verwenden. Aber erstmal schlage ich immer erstmal auf, und wenn es nicht klappt, dann gebe ich dann zum Schluss die Sahne fest. Sonst meistens klappt das auch so. Schaut, jetzt haben wir unsere Sahne. Dann nehmen wir jetzt unseren Pudding und schlagen wir auch etwas auf, dass er so gleichmäßige Masse bekommt. Und jetzt werden wir die aufgeschlagene Sahne so unterheben. Immer so löffelweise. So, Creme haben wir jetzt fertig gemacht. Schaut, was für so eine schöne cremige Masse. Für den Tortenboden habe ich jetzt hier so ein paar Papierstreifen aufgeschnitten und lege jetzt schon erste Fladen drauf. Und dann, wenn wir es bestreuen, dann können wir Papier rausziehen und unsere Tortenplatte ist dann sauber. Und für diese Mähne ist ungefähr, brauchen wir so ein, vielleicht 1,5 Esslöffel von der Creme. Denkt ihr nicht, das ist so wenig Creme, weil die Bohnen sind so dünn und das wird voll ausreichende Creme. Jetzt erstmal bestreichen wir ganz dünn jeden Schicht mit dieser Creme. Diese Torte kann man auch mit dem fertigen Blätterteig machen. Natürlich selbstgemacht, es schmeckt viel besser, aber es ist möglich. Und kann man auch sogar einfach auf die Quadrate schneiden und quadratisch machen. Es gibt Geschichte, dass dieses Torte erste Mal wurde präsentiert 1912 zu 100-jährigen Sieg über den Napoleon. Und das wurde gemacht als Dreieck und symbolisierte Napoleon seinen Hut. Diese weiße Schicht von der Creme symbolisiert, das ist der russische Winter, der Schnee. Und den Boden, weil es aus Blätterteig ist und so brüchig ist, das heißt diese 12 Schlachten von den Napoleon. Ob das es war oder nicht, keiner weiß das, aber so gibt es eine Geschichte. So, erstmal bestreichen wir alle Schichten. So, jetzt machen wir noch den letzten. Und den letzten werden wir nicht bestreichen. Nur ein bisschen hier an die Seite alles glatt streichen, was hier rausgedrückt ist. Das kann man auch ein bisschen bestreichen. Weil dann beim zweiten Mal kann man besser glatt streichen. Und so viel Creme ist noch übrig geblieben. Weil dann brauchen wir für komplette unsere Torte noch richtig bestreichen. Jetzt oben lege ich einfach diese Backpapier. Und wir müssen irgendwelche Gewicht drauflegen. Ich lege einfach meine Brettchen. Kann man noch Kleines was draufstellen. Und lassen wir so eine Stunde stehen, dass es ein bisschen
so zusammendrückt der Torte die ganze Schicht und die Creme. Das ist sehr wichtig, dann später auch beim Schneiden, dass es auch nicht auseinander so richtig fällt. So, für eine Stunde einfach so mit dem Gewicht stehen lassen. So, eine Stunde, sag ein bisschen Lena, mehr vergangen. Jetzt schauen wir nach unserer Torte. Werden wir jetzt bestreichen mit unserer restlichen Creme. Es muss auch keine dicke Schicht von der Creme sein. Einfach nur, dass dann die Krümel drauf kleben. Mehr nichts. Einfach verteilen den Rest. Auch an die Seiten. So, alle Reste auskratzen, glatt streichen und mit den Krümel bestreuen. An die Seite einfach mit der Backpalette Krümel hochziehen. So, und jetzt können wir das Papier rausziehen und die Krümel alle auf die Torte geben. So, fertig ist unsere Torte. Jetzt brauchen wir auch ein paar Stunden stehen lassen, dass es richtig schön durchzieht. Aber am besten ist es über Nacht stehen lassen und dann am nächsten Tag das anschneiden. So, liebe Freunde, vielleicht sieht diese Torte nicht so außergewöhnlich, aber schmecken tut sie wirklich sehr, sehr lecker. Ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen und eine oder die andere wird das nachmachen und mir einen Kommentar hinterlassen. Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Kaffeezeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!